einmal durch Amerika und zurück. Ja, genau, das ist das, was wir jetzt machen hier in Death Stranding. Ich bin das Adam Simafix und wir haben einen langen Marsch vor uns. Was spielen wir jetzt? 20, 25 Stunden. In dieser Zeit haben wir es einmal geschafft, von der einen Seite von Amerika auf die andere zu wandern. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Dasselbe Spielchen nochmal. Ja, Leute, ihr hört richtig, denn unser Ziel ist es hier, auf die andere Seite von Amerika zu kommen. Beim letzten Mal haben wir es geschafft und Amelie gefunden. Das ist gut. Nicht so gut ist, dass Cliff Unger immer noch aktiv ist und auf der Suche nach seinem Baby ist. So, warte mal. Da kann ich mich doch zur... Ich habe mir doch da hinten irgend so eine coole Verbindung aufgebaut, gell? Da müsste doch noch meine Seildeutsche eigentlich stehen. Keine Ahnung. Nun gut, wir haben, wie gesagt, Cliff hier gesehen, der auf einmal hier im Strand war und seltsamerweise, ich muss mir jetzt ganz kurz konzentrieren, wo ist denn? Da. Da geht's zu. Genau. Dann dahin. Dahin. Das sieht so leicht aus, aber das sind 100.000 Meilen. Dann irgendwo darüber und na, muss ich da wieder ins GD-Gebiet. Fällt euch mal auf, dass die ganzen Markierungen, die ganzen Schilder weg sind. Ach, jetzt sehen wir mal, das ist 1600 Meter weg. Das schaffen wir eh nicht so schnell. Ups. Nun gut. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, dass da Hartman und Bridget hier, also eigentlich die tote Bridget hier, auf einmal am Strand waren. Was eigentlich keinen Sinn ergibt. Von Amelie. Amelie hat uns dann hier gerettet, weil Cliffs Soldaten unbedingt BB haben wollten. Und Amelie ist nun wahrscheinlich irgendwo in der Gefangenschaft von Cliff. Das macht ihr auch gerne. Gefangenschaft von Cliff, in der Gefangenschaft von dem anderen, der ist schon tot. Der interessiert mich nicht mehr. So. Komm schon, schaff's doch, stell ihn jetzt an. Und irgendwie läuft alles, was wir machen, eigentlich immer gegen uns. Wir kämpfen uns immer voran und versuchen unser Bestes, aber irgendwie, es wird nicht besser. Scheinbar ist hier das komplette Chiral-Netzwerk auch irgendwie aus den Fugen gelaufen, weil sehr, sehr viel nicht mehr vernünftig funktioniert. Und der Grund dahinter ist vermutlich, dass wir ja das Chiral-Netzwerk jetzt hier komplett aufgebaut haben. Das heißt, ihr habt uns alle angelogen. Ihr habt gesagt, es wird alles leichter und besser, wenn wir das chirale Netzwerk haben. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie ich jetzt hier zurückkomme. Ich will mein Bike nicht loslassen. Alter, ich habe doch jetzt so perfekt mein Ding gesetzt. Ja, das ist aber schön. Das ist aber schön. Wo war ich denn nun hier hin? Nein, wir werden sterben. Ich habe aber jetzt keinen Bock zu sterben. Besonders bei dieser scheiß Fahrphysik. Ups. Ladesturz, Baby. Okay. Ich sehe nicht mal, wo ich lang war. Ich weiß nicht mal, wo ich lang war. Okay. Im Rauch können wir uns verstecken. Wie bin ich denn beim letzten Mal, dass ich schon vorbeigekommen? Da bin ich irgendwann am Berg hochgefahren. Naja. Wenn schon läuft, läuft's richtig gut. So. Komm. Komm. Er ist da rauf und dann haben wir es eh schon geschafft. So. Nun gut, ihr seht, die Welt läuft hier langsam aus ihren Fugen. Und die Frage ist natürlich, was hat nun der Werte Cliff Unger vor? Ja, ich weiß es da. Sind, aber das sind mir wurscht. Die Frage ist, hat er ebenfalls vor, hier die sechste Apokalypse herbeizuführen? Will er ebenfalls hier die Zerstörung der Welt? Ich meine, sein kleiner BB wird ja dann ebenfalls sterben, der gute Lou. Und die goldene Frage ist natürlich immer, was machen wir mit Amelie? Wenn sie die Entität ist, gibt es dann überhaupt eine Hoffnung, dass sie am Leben bleibt? War unser Abenteuer vergebens? Noch wissen wir es nicht. Aber geben wir auf? Sicher nicht.
Was? Ich hasse dieses Spiel. Einfach so? Ohne Vorwarnung? Was ist jetzt? Habe ich es geschafft? Huh? Wo ist mein Bike? Ohne Vorwarnung? Es ist einfach ein verdammter GD gekommen. Das, glaube ich, haben sie gemeint mit, dass die Welt hier aus den Fugen läuft. Komm bitte, das ist dein Bike. Mensch, halt. Aber es ist so geil, Mann. Ja, ich habe alle hergebracht. Außer dich, Sammy Boy. Du, der die entscheidende Person bist. Du, der Amerika verbunden hast. Ja, aber alle unsere Freunde warten jetzt hier nämlich in Capital City, wo wir jetzt einmal nochmal den kompletten Kontinent rübergehen können. Alle außer wir. Fraser hat sie alle hergebracht. Alle außer mich. Das ist so schön. Ich liebe es. Wenn es läuft, dann läuft. Na gut, jetzt kann ich wieder diesen Kackberg hochlaufen. Weil ich mich schon mal so geärgert habe, weil ich dann wieder hochgekommen bin, vernünftig. Aber wir wissen jetzt, dass wir da irgendwo lang müssen. Oder auch nicht. Komm schon! Pass auf! Pass auf, Leute, ich hätte fast einen Stein übersehen, gell? Guck mal, der ein cooles rotes Bike. Aber ganz ehrlich, einfach so scheiß Leere. Einfach so scheiß GD kommt einfach mein Bike. Ja, nimmt er natürlich mit. Also. Das wird noch ein schönes Abenteuer. Da oben ist mein Ziel, da seht ihr. Genau so, mit Schmackes. Dagegen und hoch und drem und wuh. Wuh. Komm schon, Peppi. Naja, zumindest ist immer, das Schöne ist, uns hat hier, Hartman hat uns hier, verdammt, Deadman, hat uns hier gesagt, ja, irgendwann erkläre ich dir alles. Darauf warte ich schon das ganze Spiel. Ja, da kommt man doch voll easy hoch. Das habe ich mir beim letzten Mal so abgetan. Ich bin jetzt echt easy hochgekommen. Okay, setzen wir das Bike ab. Steht da gut. Kannst du haben. Schenke ich dich. So. Weil jetzt muss ich wieder über die Berge. So. Und dann aktiviere ich meine coole Seildutsche. Wupp ich da nach oben, Baby! Weil das ist nämlich meine Abkürzung. Warte mal. Hä? Ich dachte gerade, das kostet mich Ausdauer. So, Lucy glücklich aus. Aber der kleine Lu glücklich ist, wenn wir uns da durch die Gegend hüpfen. Das ist doch schön. Also. Dann geht's da rüber, das ist klar. Okay. Von da habe ich keine Ahnung. Ich habe mir doch da... Hä? Ich habe mir... Ich hab das Gefühl, die Hälfte... Jetzt muss ich mich da erstmal überwachen. Sam, hörst du mich? Ich habe zu Clifford Anger recherchiert und möchte mit dir über ihn reden. Du weißt ja, er war bei den US Special Forces. Und sein Ausscheiden fiel grob mit dem gestrandeten Tod zusammen. Nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst war er irgendwie in die frühen BB-Experimente involviert. Er starb jedoch, bevor sie endeten. Auch wenn die Umstände seines Todes nicht ganz klar sind, wächst in mir der Verdacht, dass seine Schlachtfelder zum Teil von seinen andauernden emotionalen Bindungen erhalten werden. Wut, Verbitterung, Reue. Ich bin mir ziemlich sicher, es hat mit den BB-Experimenten zu tun. Das scheint angesichts seiner Versuche, Lou zu stehlen, klar zu sein. Cliff scheint von dem Zwang getrieben zu sein, unser BB zurückzuerobern. Als ob ihn das retten würde. Dieser Zwang muss so stark sein, dass er sich nicht nur aus den Tiefen der Hölle befreien, sondern auch einen Teil dieser Hölle mitbringen konnte. Eines ist sicher, er ist kein GD. Wir müssen erfahren, was es mit seinem Tod und seiner Verbindung zu den BB-Experimenten auf sich hat. Ich suche weiter und halte dich auf dem Laufenden. Na, ich denke ja, das wird seine reale Verbindung zu Lou sein, denn er ist ja, davon gehen wir jetzt mal stark aus, ja sein Vater. Also ein wirklicher Vater. So. Ich habe mich gar nicht auf der Map gesehen.
Aber nun gut. Das war schon mal. Und ich glaube, ich habe da jetzt noch mehr Verbindung, oder? Ich glaube, ich habe da jetzt noch eine, weil da unten ist jetzt wieder ein GT-Gebiet. Da habe ich jetzt gar nicht mal so hart richtig Bock reinzulaufen. Oh, Leute, Mann. Ich habe mir nur den Job geboren. Ich bin so stolz auf mich. Aber Max, du bist so gut manchmal. Ganz selten hin und wieder. Eigentlich nie. So, da unten sind nämlich GDs. Der Warpman ist ganz entspannt drüber. Wenn es wird nicht abballern. Ah, der Riesenball. Mehrere Riesenbale. Nur scheißegal. So. Haben wir gut geschafft, gell? So umgeht man schön das Gedächtnis. Einfach fliegen. So. Okay, das war schon mal der leichte Marsch. Dann. Wo ist denn schon wieder hart? Also diesmal hart wie das Herz, man. Da gehen wir jetzt hin zu der Seilrutsche. Dann sollte ich mich da hinwarpen. Dann wärmen wir uns mal schnell bei Hartman auf. Genau. Dann steht da irgendwo ein Bike. So, dann wird's wieder lustig. Oh, ich bin hier immer durch die Kacke-D-Gebiete, Mann. Also, unser nächstes Ziel ist sicher der Mountain of City. Nach Hartman, aber wir erreichen jetzt erstmal Hartman. Also, das ist eigentlich ganz nice. Das Problem ist, ich hätte ein bisschen mehr Offscreen spielen. Kommt da jetzt eine Lawine mit, oder wie? Lake North City. Ah, die nehmen wir mit, oder? Könnte man echt machen. Ja, gut. Dann halt nicht. Ich hab versucht. Die Schwerkraft wollte es nicht. Da will ich eben. So. Weil das ist ja wirklich geil, wenn man sich hier... nein, leg ab. In dieser ganzen Welt seine Abkürzung gelegt hat, dann läuft dieser Marsch natürlich jetzt tausendmal leichter. Hätte mir zum Beispiel 1 Milliarde mehr Seilrutschen gebaut, wäre das natürlich noch ein Stück erleichtert. Ganz entspannt und relaxed warp ich mich nämlich jetzt dahin. So, und schon sind wir mit meinem guten Buddy Hartman. So, das war aber der leichteste Teil, weil in diesem Teil der Welt hatte ich ja meine Seilrutschen. Ich habe dir leider erst danach... Aber davor hatte ich die ja leider noch nicht. So, das war meine Leiter, glaube ich. Nö, ist gar nicht meine Leiter. Nein! So, das Seil. Cool. Liegt sogar drinnen. Sehr nice, wie die das geschafft haben. Okay, gut. Dann haben wir schon mal das geschafft. Das war jetzt schon mal die halbe Miete. Hier war doch irgendwo genau ein Bike gelegen. Das muss ich mir jetzt schon als erstes mal schnappen. Jetzt schauen wir mal, ob wir uns ein paar... Jawohl, die TCKs sind mir inzwischen auch wurscht. Weil das große Problem... Weil schau dich an, jetzt habe ich hier zum Beispiel wieder Seilrutsche. Was bringt mir die Seilrutsche? Hätte ich mich von der aus dann nicht hochwarpen können? Ach, ist jetzt auch wurscht. So. Ich weiß gar nicht. Kommen da GDs? Nein, da kommen keine GDs. Da geht's zum Arzt. Okay. Das sollte easy sein. Also der Weg zum Arzt, das ist doch nur auf diesen... Ja, aber das ist dieser hässliche Bergpfad. Aber da, glaube ich, kommen GDs. Warte mal. Hallo? Was ist denn das für ein cooles Menü? Oh, cool. So. Also. Schauen wir mal. Wo bin ich denn? Oh, schau dir an, was wir schon zurückgelegt haben. Schon gar nicht schlecht. Also, da sind wir jetzt. Okay. Dann... Überall um uns rum. Okay, also wenn ich da drüber laufe, da wird sicher ein GD-Gebiet sein. Ja, dann machen wir es doch so. Dann versuchen wir das zum Arzt zu kommen. Gehen wir nämlich da lang. Da kann ich ja dann auf mein Bike auch verzichten. Zum Arzt dann laufen. Das ist dann eh nur über die Brücke. Da lang. Zieh doch keine Routen. Schade. Komm, zieh mir Routen. Ach, muss ich. Warte nicht. Hallo. So, also erst da lang, dann hier weiter zum Arzt, zum Bunker können wir vorbeischauen, vielleicht können wir uns da ein neues Bike nehmen, dann wird es auch ein bisschen schneller gehen, da lang und dann erstmal nach Mountain North City. Und dann planen wir wieder weiter, wenn wir so weit sind. Auf blöd. Schauen wir mal, was mein guter Bot macht.
Schade, wir hätten ja eigentlich schöne Aufträge jetzt mitnehmen können, zum Beispiel für die Biologin da. Aber nun gut. Komm, Leute, wir sind ja dabei, hier alles abzuschließen, haben wir nicht Zeit für so einen Krampf. So, da gehe ich sicher nicht hin. Da gehe ich hin. Kann ich mitnehmen. 216 Kilo, genau. Und der Mountain City gehen wir auch hin. Kann man locker mitnehmen. Meine schwer unempfindlich. Und das habe ich natürlich für meinen kleinen Robby. Das wird nicht gut klappen. Komm, alles mitnehmen. Dann wäre es eigentlich noch schlau, wenn wir so ein paar Waffen herstellen würden. Wer weiß, was noch kommt. Aber das machen wir jetzt erst im Mountain City. So. Dann biken wir dann mit unserem Bike da nach oben. Wenn das geht, aber das wird wahrscheinlich nicht gehen. Ich bin noch beim letzten Mal bin ich über das Dach bin ich da runter gehüpft, das weiß ich noch. Ist schon eine Weile her, aber so war's. Da bin ich mir fast sicher. So. Und wir cruisen. Ja, der hat einen Swimmingpool, der hier. Aber ich glaube, den benutzt er nicht unbedingt allzu oft. Ja gut, dann gehen wir halt den längeren Weg. Nein, ich komme da gar nicht durch. Komm, komm! Das ist gut für meine Frau. Das war so nett, als wir gegen Hicks gekämpft haben, wo er dann gesagt hat, hey, und immer dieses liefern das, liefern hier. Das war so cool, Mann. Hat er mal sein, ist er doch nicht so gerne Paketpute, wie wir immer denken hier. Die Frage ist, wird eigentlich Amelie dann unsere nächste Präsidentin? Die nächste Frage ist, was hat es nun mit den Strands auf sich? Was hat ihre Mutter damit zu tun gehabt? Weil es sah ja auch so aus, als würde Die Hardman sie erschießen wollen. Ja, okay. Da kommen welche. Fahr halt einfach weiter. Scheiß auf den schwarzen Kehrmatsch. Fahr halt einfach rüber, Mann. Der Frach geht sicher sehr gut. So. Wie sind wir denn beim ersten Mal da hingekommen, frage ich mich gerade. Okay. Nein. Genau, weil das ist doch dieser blöde Wasserfall, das geht. Da wo wir schon mal runterkrankt sind. So. Und jetzt ganz entspannt in mein Seil. Oder die Monster-Superleiter. Oh, das sieht nicht so aus, als würde das funktionieren, oder? Soll das mit meinem Bike versuchen? Nein, gut, das setzen wir da ab. Da runter. Und, ich hätte mir zumindest noch ein paar Klettervorrichtungen oder sowas hätte ich mir herrichten können. Das wäre schlau gewesen. Nämlich gar nichts, oder? Ein Packseil. Sehr schön. Und ich kann pinkeln. Pinkelt einfach am Berg runter. Wo auch immer hin. So, aber Wasser muss man wieder raus, gell? Aber wie gesagt, das ist eine nette Sache. Also mir gefällt irgendwie dieser Abstand, weil das wirklich so sagt, so dass diesen ganzen Weg durchstritten und jetzt muss... Oh, schau dir an, mein Wandpilz. Jetzt musst du halt diesen ganzen Weg nochmal zurückschreiten. Und ich dachte, hallo, du warst gerade noch so glücklich. Und natürlich, wenn man hier sich die ganze Zeit Straßen gebaut hat und was auch immer, da fällt es natürlich auch einem leichter, als wie einer wie ich, der eigentlich größtenteils nur der Story gefolgt ist. Das finde ich ganz cool. So, oh, danke für diese Leitern. So, meine Waffe ist aktuell, dass ich auf die Gegner pinkel. Glaubt, Leute, ich habe immer eine Frage. Glaubt, kann Sam GDs eigentlich auch tot pinkeln? Das ist nur mal so eine berechtigte Frage. Wer wisst ihr? So. Alles gut, Bibi. Das war genauso gewollt. Komm schon, mein Kleiner. Ach, Louis. So, da mein Kleiner. Geht schon wieder, oder? Passt. So, ran ans Ärmchen. Und ja, ist das ein...
Ja, das schaffen wir nicht. Zeitstoß, liebe Leute. Shit! Das ist unser erster Tod im ganzen Spiel gewesen, also. Außer von der Story her. So, sind wir wieder, verzeiht den kurzen Cut. Müssen wir noch mit unserem Bot einen guten Auftrag machen. Ja, machen wir das, komm. Schicken wir ihn zu unserer guten Biologin. Da hätten wir jetzt eigentlich immer schöne Ressourcen mitnehmen können. Aber nun gut, was haben wir denn hier? Ja, können wir machen. Beim Arzt werden wir wahrscheinlich vorbeikommen. Und nach Mountain City müssen wir eh. Gut, nehmen wir das mit. Und ja, weißt du, das ist ein bisschen Bergwanderung. Nehmen wir uns ein paar Klettervorrichtungen. Komm. Unendlich! Nein, aber so. 3, 4. So. Und wenn wir schon mal dabei sind. Habe ich da etwa auf Lager TCKs oder was, Mann? So. Bücher. Nehmen wir alle mit, die guten Bücher. Unser armer Rücken. Ha, hab ich doch nichts im privaten Sprint. Hab ich schon 2 TCKs oder wie? Gute Frage. Ich hoffe, wir laufen keinem GD über den Weg. So, privater Sprint. Jo. Gut, dann haben wir das. Zack, bitte nehmen. Ah, gut, das Gepäck haben wir da. So, ja, die Frage ist, wie kommen wir da jetzt am besten voran? Ich finde, das Bike braucht man eigentlich fast gar nicht. Gehen wir da lang. Da runter. Und dann irgendwie da über diese Leitern. Das wird schon irgendwie hin, oder? Liebe Leute.
Schaff mal doch locker. Frage ist, ob ich mit dem Bike hier rauskomme. Da kann man ruhig mal wieder hier seine Einfahrt hier verputzen, der werte Hartmann. Wollen wir eben bei dem Mann wieder vorbeischauen? Ich hätte gerne noch mehr Cutscenes mit dir. Aber ganz ernsthaft, ich wollte mal angemerkt haben, außer jetzt hier, Fragile? Also alle von unseren Charakteren, okay, Lockman können wir auch noch so halbwegs sehen, hat keiner so seine richtige Retribution bekommen, seine, also sein, sein Abschluss, weil wir mit dem Ding. Okay, der hat mir also gesagt, dass ein lebender Tote, irgendwie so Embryo-Wesen. Ja, okay, ja, und? Wird er jetzt besser, wird er jetzt, kriegt er seine Seele oder, ihr versteht? Also irgendwie, dass es ihm danach besser geht als davor. Eigentlich nicht, gell? Lockner, okay, die ist so halbwegs mit ihrer Schwester verbunden. Hartmann, wäre interessant, ob er mal seine Familie findet. Das wird mich doch sehr freuen. Alter, ist das eine behinderte Location? Mein armes Bike. Meine arme Lieferung. Hahaha, und was ist da eine gigantische Klippe, oder? Okay, das könnte sich jetzt doch als ein bisschen schwer herausstellen. Na gut, theoretisch können wir uns auch einfach von der Strömung mitreißen lassen. Aber wir haben uns ja dafür doch gerade hier diese schöne Klettervorrichtung heraufgebaut. Red nicht. So, du hast es in der Hand, gell? Das ist ja schon passiert, dass ich da hier hingehangelt habe und gedacht habe, okay, passt. Wieso gehe ich eigentlich den Weg? Ich glaube, auf der anderen Seite wäre es schlauer gewesen. Das sind nämlich ein paar Leitern. Naja, wird schon. Wie gesagt, wir können uns theoretisch auch einfach von der Flut mitreißen lassen. Das mag zwar BB nicht und meine Lieferung wird dann wo auch immer hingeschwebt, aber immer kommen wir dann auch an. So. Okay, das war schon mal der erste Teil. Alter Falter, geht das noch weit? Das ist doch eine Kack-Location. Tot, 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 tot. Bibi, beruhig dich. Irgendwie war der Hinweg leichter, habe ich das Gefühl. So, der Hinweg war leichter. Was? Alter, ich habe mich doch jetzt um dich gekümmert, Mann. Lu, das finde ich nicht cool. So, komm. Alles gut, ich weiß, du magst keine Stürze. Ich mag keine Stürze auch nicht. Also, pack mal die Bagage wieder ein. So. Das ist eine Kack-Location, Mann. Aber wenn ich da jetzt bin, kann ich aber nicht irgendwo einfach mal runterhüpfen. Na, natürlich nicht. Nun gut, wir haben noch eine Klettervorrichtung. Und wenn jetzt, dann packe ich mich hier mit... Ah, oh, Leute. Ah, jetzt habe ich da oben kein TCK eingestellt, Mann. Für den Fall der Fälle, hätten wir immer mal brauchen können. Nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier nochmal hingehen müssen, aber trotzdem. Da bei den Bergen, da war es noch schön. Da ging es so schön vorher an. Und jetzt, sehe schon kommen, wenn jetzt über die Idees kommen. Nur noch ein langer Marsch. Aber nun gut, wir haben ja knapp 20 Stunden in die eine Richtung gebraucht. Kann man nochmal 20 Stunden in die andere Richtung brauchen, oder? Baut hier niemand was, mein Lieber. Also, das war nicht hilfreich. Da. Ihr seht's. Ich liebe euch. Komm. Okay, warte mal. Wenn ich das jetzt da oben hinbaue. Ihr wisst ja, ich will immer meine Seite schon so machen, dass ich möglichst zu allem hinwarfen kann. Sag ja, also ganz ehrlich, man könnte in diesem Spiel, glaube ich, ein komplettes Seilrutschennetz bauen, dass man keine 2 Meter mehr geben muss. Genauso hätte ich das gerne. So, warte mal. Geht das irgendwie? Wo sind die? Ich sehe die ja nicht mal. Ach, die ist hinter dem Berg, oder? Ja gut, da haben wir keine Chance. Schade, aber ist nicht so schlimm. Hauptsache, ich kann darüber. Ich will doch nur zum Arzt. Danach schauen wir mal weiter. Was machen wir so lang? Ah, Schild machen. Komm. Nein, nicht nach Lu schauen. Schild. Komm, ich will meinen Leuten hier zeigen, dass sie hier was Schönes machen können.
So, was haben wir denn hier? Seidelche. Komm schon, 4, 3, 2, 1 und drüber. Konstruktion abgeschlossen. Wir brauchen nur unbegrenzt TCKs, liebe Leute. So. Ja, oh, der ist ja da unten. Wir setzen das so weit oben hin. Deppen. Naja. Okay, ist schon in Ordnung. Steige ich da runter und fall direkt runter. Das wird geil. So, vorsichtig. Vorsichtig. Da kann man runterrutschen. Gleich Lu, wir rutschen noch mal ein bisschen, okay? So. Zum Glück haben wir alte Bücher und nicht irgendwelche wichtige Medizin hier. Für die. Na gut, Leute. Damit rücken wir nochmal Lu. Ich würde sagen, und damit machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Wir haben schon mal einen Teil unserer Welt hier, Reise hier geschafft. Aber es war ein langer Weg. Wenn wir immer Mountain Not City erreicht haben, haben wir schon mal immer den ersten wichtigen Angelpunkt. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber erst beim nächsten Mal von Let's Play Death Stranding. Bis zum nächsten Mal dann. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.